Hi Leute! Heute möchte ich euch mein allererstes Tauschpaket vorstellen. Das habe ich mit der lieben Sarah gemacht. Und ja, ich fange einfach mal an. Gleich schon mal ein bisschen Deko. Kann ich sehr gut gebrauchen zum Fimo. Hier noch eine. Dann für Silikonform machen. Das ist auch total cool. Hier noch ein paar Becherchen. Dann hat sie mir sogar ein paar schöne Silikonformen zugeschickt. Über die habe ich mich besonders doll gefreut. Hier einmal einen Keks. Und ein Hasengesicht oder Bärchen. Dann einen Apfel. Ja, noch ein kleines Hündchen, glaube ich. Und ein Hase. Und eine Erdbeere. Dann ein bisschen Schmuckzubehör. Zum Beispiel ein paar Handybänder. Einiges an Perlen. Über die freue ich mich auch besonders. Da kann ich auch einiges im Abformen gebrauchen. Kleine Perlen. Noch mehr kleine Perlen zum Blau und Silber. Und noch einmal in Gold und Weiß, Silber so. Dann ein paar Stücke von Fimo-Stangen. Da habe ich auch einige noch nicht von, das ist sehr gut. Dann hier so ein bisschen Deko. Hier ein paar Gläser und ein paar Klammern und Schlüsselanhänger. Dann ein Fotoanhänger. Ein bisschen, ja, Deko zum Anhängen, für Schmuckanhänger oder sowas. Ein bisschen Süßes durfte ja auch nicht fehlen. Dann ein bisschen Mischmasch. Das packe ich mal aus, wenn ich das schon kriege. Ein paar Holzanhänger. Holz, nee, das ist Moosgummi. Das ist zum Bekleben. Hier noch eine Blume. Noch mehr Blümchen. Und ein Cupcake. Dann haben wir Glöckchen. Die sind auch sehr gut, die sammle ich irgendwie. Ja,
Ja, und ein paar Fotoanhänger, die kann ich besonders gut gebrauchen. Das wollte ich demnächst mal ausprobieren damit. Dann hat sie mir auch was selber gemacht. Das packe ich mal aus. Hier ist ein Handyanhänger als Bärchen. Der ist total niedlich. Und dann haben wir hier noch. Armband. Ein Bärchenarmband. Das ist ja toll. Das finde ich auch total süß. Das werde ich auch tragen. Dann hier einiges im Abformen. Darüber habe ich mich besonders doll gefreut. Die sind richtig klasse. Hier ein Bunny. Ein Stern mit Schleife. Nochmal ein kleiner Bunny mit Pickelchen. Ein Pilz. Eine Erdbeere. Nochmal ein Bunny, ganz anders. Dann haben wir eine Schleife mit Erdbeere. Ein Schmetterling. Eine Schleife nochmal mit einem Steinchen. Nochmal eine besonders schöne Schleife. Die gefällt mir besonders gut. Dann ein Hühnchen. Ich glaube, da habe ich die Mold auch von. Und der Apfel. Davon habe ich auch die Mold bei gehabt. Dann hat sie mir noch ein Memo-Board mitgeschickt. Das finde ich auch ganz cool. Das wird auch noch einen Platz finden bei mir. So, und jetzt zu guter Letzt kommen dann die Abdrücke. Eine Rose. Ein Marienkäfer. Ja, ein Keks. Ein Oreo-Keks. Große. Dann ein Bärchen. Ein Puzzlestück. Dann haben wir hier einen Geist. Dann eine Blume, wo leider etwas abgebrochen ist. Eine Hello Kitty. Dann haben wir Sonnenblumen. Nein. Das war mein Hund. Dann haben wir einen Totenkopf. Dann nochmal dieses süße Hühnchen, auch als Abdruck. Dann noch eine Hello Kitty. Dann haben wir, ich glaube, einen Keks. Dann habe ich hier ein Flügelherz. Das finde ich auch besonders süß. Dann ein Blümchen. Dann haben wir hier ein ganz kleines Bärchen.
glaube, das ist an den Armbändern, also an dem Armband dran. Dann die Schleife, die hatte ich vorhin auch schon mal. Eine Eiswaffel. Dann, da habe ich auch die Mold von. Hier auch die Erdbeere. Dann eine Blume. Dann ein Blatt. Das ist auch besonders schön. Ich liebe Blätter. Erdbeere, da habe ich auch die Mold von. Eine Waffel als Schleife. Oder Schmetterling, glaube ich. Dann ein Blümchen wieder mal. Blümchen kann man ja nie genug haben. Dann eine große Schleife. Dann einen Pilz. Ich glaube, da habe ich auch den Pilz dabei gehabt. Dann haben wir hier ein Mädchen. Dann wieder diese schöne Schleife, die ich schon mal hatte. Die ist auch total toll. Wieder ein Blümchen. Dann ein Waffelherz. Dann eine Schleife wieder. Ja. Ich weiß nicht so genau. Ich glaube ein Häschen. Dann haben wir eine Schokolade. Glaube ich. Ja. Eine Schokolade. Dann eine Rose. Schön. Gefällt mir sehr gut. Dann ein Seestern. Dann den Bunny, den ich auch als Mond habe. Dann den Schmetterling. Den hatten wir ja vorhin auch schon mal. Dann wieder eine Schleife. Wieder ein Blümchen. Und wieder eine Schleife. Die ist auch sehr schön, weil die nicht so groß ist. Wieder eine Blume. Nochmal eine kleinere Schleife. Ups. Dann das Krümelmonster. Das finde ich auch besonders cool. Dann ein Herz am Stiel. Dann hier den Apfel, den hatten wir vorhin auch schon. Ein kleines Bärchen wieder. Ein Bonbon. Dann ein Bart. Ab und zu kann man den ja auch mal gebrauchen. Eine ganz kleine Hello Kitty. Dann haben wir hier auch wieder einen Keks. Der ist auch besonders schön. Hier ein Bunny. Ich glaube, den habe ich auch dabei gehabt.
Hier eine. Komm grad nicht drauf. Ja, eine Babyflasche. Dann ein ganz kleiner Lebkuchenmann. Ein Keks, der ist abgebissen. Habe ich auch noch nicht. Dann haben wir hier eine Eule. Ich liebe ja Eulen. Ich sammle alles voll, was an Eulen ist. Hier ein besonders schönes Blatt. Ui, dann haben wir hier noch eine Eule. Die ist süß. Dann haben wir hier ein kleines Herz als Keks. Dann haben wir hier, glaube ich, die Unterstation von einem Cupcake. Dann nochmal einen normalen Keks. Dann haben wir eine kleine Schildkröte. Dann eine halbe Muschel. Dann haben wir, könnte eine Hälfte von einem Makaron sein. Oder eine Eis. Ich glaube sogar ein Eis. Ja, ist für oben drauf. Genau. Passend zur Eiswaffel. So, jetzt habe ich eine kleine Brosche mit zwei Schwänen. Dann habe ich hier einen Apfel. Dann haben wir hier einen Keks mit I love you. Oder Love. Eigentlich ja nur. Dann haben wir meinen Wowie. Also für mich sieht das echt aus wie eine Malteser. Und da habe ich mich super gefreut, weil ich selber eine Malteser habe. Dann eine Schlange. Schlange. Schleife. Entschuldigung für die Versprecher. Dann haben wir einen kleinen Mini-Oreo. Dann haben wir hier ja, so dieses Küken. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Dann haben wir einen großen Gummibären. Dann eine Sahnehaube. Dann einen Schnulli. Dann haben wir hier nochmal einen kleinen Bunny, den habe ich auch dabei gehabt zum Abformen. Hier haben wir nochmal eine Schokolade. Die ist auch besonders gut. Dann eine ganz kleine Rose. Und eine kleine Hundepfote. So, das war's auch. Ich habe mich sehr gefreut über dieses Tauschpaket und würde es jederzeit gerne wieder tun. Ja, ich hoffe, es hat euch gefreut, mir zuzuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss.